Ja, Leute, herzlich willkommen zum heutigen Livestream, wo ich direkt Schrott finde. Ja, voller Einstieg. Ja, seit dem letzten Livestream habe ich mal wieder ein paar Autos gesammelt und habe endlich das Skriptogramm hier unten verstanden. Das war einfach wirklich zum Kotzen. Kurze Erklärung, bzw. Aufklärung, wo die Dinger waren davon. Ich habe die Kiste noch nicht geöffnet. Die waren hier unten am Strand. Ich muss jetzt damit rechnen, dass die Sachen von diesen Kisten einfach in dem gesamten Gebiet sein können. Nervig. Ja. Hat mich mega genervt. Aber das war's auch schon. Ich will mal übrigens gucken, ob man mich hört, weil das habe ich gestern nicht geprüft. Alles klar, mit dem Sound ist alles in Ordnung. Das hat mich gestern nicht geprüft und deswegen gab es so leichte Komplikationen. Ja, du. Ach, schon wieder ein paar Informationen für mich. An der Espinosa-Universität gab es einen Aufstand, aber der wurde niedergeschlagen. Die Soldaten haben auch Geiseln genommen. Vielleicht kannst du helfen. Muchas gracias. Übrigens, keine Sorge, ich habe jetzt hier nicht irgendwelche speziellen Sachen hier angestellt. Ich habe außer hier die Handschuhe hier angezogen. Das sind jetzt so spezielle Handschuhe. Jetzt kann ich statt einem Machetenkill auch einfach eine Granate an denen scharf machen. Irre lustig. Bin schon gespannt, wie das aussieht. Hab wie gesagt ein paar Autos gesammelt. Darunter eigentlich alle, die wir gesehen haben. Nur habe ich sie diesmal endlich abgeliefert. Wie zum Beispiel, da ist eine Taxi. Im Wagen von den Bösen hier. Ja, halt nicht besonders viel. Und auch das Motorrad, das jetzt nicht so toll ist, aber wenigstens interessant anzusehen ist. Außerdem habe ich hier noch ein Flugzeug gefunden auf der Insel von Libertad. Da gibt es nämlich ein ganz spezielles Flugzeug, das rufe ich jetzt einmal. Finde ich nämlich interessant. Nämlich das hier. Hab mich gewundert, als ich das Ding gesehen habe. Ich zeige auch gerne am Ende, wo ich es gefunden habe. Mit dem Ding wollte ich jetzt einmal darüber fliegen, weil das Ding ist eigentlich recht cool. Nur für den Cup ist es nicht geeignet. Das ist einfach ein Luftkissenmodus. Überhaupt nicht laut, aber cool anzusehen auf jeden Fall. Hat von mir ein paar Stylepunkte auf jeden Fall verdient. Weil ich den Wagen mega cool finde. Es gibt auch ein improvisiertes Boot dort. Habe ich jetzt aber natürlich nicht gerufen, weil ich nicht am Wasser bin. Das ist tatsächlich auch relativ schnell. Also für den Kampf ungeeignet, aber dann bekommt man echt schnell vom Fleck. So, und wie bereits gesagt, habe ich die beiden Dinger hiervon jetzt endlich gefunden. Die waren am Strand. Echt scheiße zu sammeln. Jetzt gib her. Ich will endlich meine Belohnung haben. Das ist alles für Krawallstiefel. Dafür habe ich meine Freizeit geopfert und eine halbe Stunde. Ja. Wenn ich jetzt noch eine Bootsstelle finde, dann zeige ich euch gerne auch noch das improvisierte Boot. Weil das finde ich vom Aussehen halt auch mega cool. Da kann ich eins bestellen. Ich will es halt einfach einmal zeigen. Von der Karte her kann ich übrigens auch mal eben kurz zeigen, hier ist direkt das improvisierte Luftkissenfahrzeug und das Boot war tatsächlich hier oben irgendwo. Also da konnte ich jetzt nicht genau zeigen, wo das ist. Ich habe da einfach mal just for fun die Insel erkundet und die beiden Dinger gefunden. Habe ich hier oben eigentlich schon mal alles eingesammelt bzw. abgesucht? Habe ich das Auto? Scheinbar ja. Man kriegt immer eine Meldung, wenn man es nicht hat. Aber hier oben war ich tatsächlich noch nicht. So, das improvisierte Boot, das will ich halt auch noch mal eben kurz zeigen. Hier. Nee, warte, nicht das, was?
Das ALV2 war das, glaube ich. Man kann das Luftkissenteil halt einfach auch beim Boot bestellen. Nice. Und das ist genauso nutzlos, wie es aussieht. Ist nur halt sau schnell. Aber man kann's scheiße lenken. Easy. Hallo. Ich übernehme mal das Steuer, ne? Ich entscheide, wo du hinfährst. Fährt hier ein. Greif nicht einfach Guapo an. Ja, damit habe ich gezeigt, was ich zeigen wollte. Jetzt können wir uns ja wieder der Story widmen. Und heute versuche ich mich nicht so sehr ablenken zu lassen. So. Her mit meinem Spezialfahrzeug. Einfach 100 Style-Punkte auf der Richterskala. Vor allen Dingen, weil es auch noch so mega schnell ist. Wo will ich überhaupt hin? Krokodile, nein. Ich könnte mir einmal die Kiste hier holen, die ich freigeschaltet habe letztes Mal. Keine Ahnung, wo der Krach herkam. Kann ich ihn eigentlich so plätten? Pong! Danke! Ja, kann ich. Dann mal ab aufs Meer. Irgendwo hier ist was unter Wasser. Na dann mal los. Lass mich die ganzen Haie versuchen zu fressen. Da ist die Kiste direkt. Scheiß jetzt erstmal auf die Haie. Lasst mich in Frieden. Irgendwo hier ist auch noch eine Kiste. Da unten. Die nehme ich mit. Ich habe was eingesammelt. Ja. Wo ist mein Schiff? Bitte sei jetzt nicht despawned. Wo ist es? Autsch. Ich hab mich hochgejagt. Mein Gyrokopter ist weg. Ganz ehrlich, das ist das Land, was ich jetzt am ehesten erreiche. Wenn ich Glück hab. Ich kann das Haifeld nicht aktivieren, weil ich im Wasser bin. Warum bin ich nicht mit einem Boot rausgefahren? Warum habe ich den Gyrokopter genommen? Hat der Hai mich gerade weggeschoben? Ich finde es einfach so lächerlich, dass der Hai einfach gar keinen Schaden macht. Dass man den wirklich getrost ignorieren kann. Ach, wie schön. Sag mal, Hai, machst du überhaupt irgendwas? In der Anwesenheit bemerke ich irgendwie nicht. So, jetzt erstmal. Eine Qualm. Ah, da fühlt man sich gleich besser. Also mich kriegst du nicht da unten, aber Guapo. Komm, Guapo, aufstehen. Noch nicht schlappen haben. Wir sind noch nicht mal ansatzweise hier fertig. Wir haben gerade erst angefangen. Ich habe übrigens auch mal den Wagen ein bisschen umlackiert. Kann ich aber erst sagen, wenn wir an der Straße sind. Habe ich das Boot schon? Mann, ich lasse mich schon wieder ablenken. Aber ich muss doch gucken, ob ich das Boot schon habe. Nein, habe ich nicht. Verdammte Axt. Ach, ich merke es mir einfach, dass ich nach dem Stream nochmal hierher komme.
Dann hole ich das und liefer's ab. Mensch, lass doch mal die armen Einwohner in Ruhe. Warte mal. Och Mann, ich wollte den Machetenkill mal testen. Also besser gesagt den Granatenkill. Böses Hündchen. Lass mich raten. Ganz oben ist die Kiste. Langsamer. Hm. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit hochzukommen oder muss ich extra jetzt ein Flugzeug holen? Also mit dem Gyrokopter komme ich leichter hoch. Ich glaube, ich muss ein Flugzeug holen. Oder kann ich den Haken so hochwerfen? Ich kann den Haken tatsächlich so hochwerfen? Bin ich Herkules? Bin ich normal, dass ich so viel Kraft habe? Naja, Hauptsache es hat geklappt, ne? Eins. Eins. Nochmal neue Schuhe. Impaktstiefel. Ich trage gerade die Handschuhe davon. Sind die Stiefel genauso toll wie die Handschuhe? Du kannst Stolperdrähte entschärfen, indem du auf sie trittst. Wäre in meinem Fall nicht dumm. Aber dann kann ich nicht mehr faul sein. Ach komm. Fallenstellerkappe, du kannst beim Bogenschießen länger den Atem anhalten. Wirkt nützlicher. Ja. Okay, wo will ich als nächstes hin? Nee, warte, die bessere Frage ist, wo muss ich als nächstes hin? Da hinten. Ja komm, nehme ich erstmal die Kontrollpunkte ein, ne? Das ist näher dran. Falls das Boot noch da ist, einfach nehmen. Zu einer Stelle, wo ich ein Boot bestellen kann, dann kann ich mir den Gyrokopter holen, der ist recht schnell. Mal auf die Karte gucken, ist hier denn was in der Nähe? Ne, da müsste ich den ganzen Weg, mal eben kurz über die ganze Map. Nee, nein, danke. Da gehe ich lieber hier hin. Und hol mir jetzt meinen Super-Heli, dass ich wenigstens auch kämpfen kann. Welcher war nochmal der? Der war der Gute. Sind die Gegner? Ich würde sagen, ja. Irgendwo dazwischen sind Gegner, also baller ich einfach mal rein. Wir haben einen Baum weggesprengt. Wusste gar nicht, dass das geht. Kann ich auch den Zaun wegspringen? Okay, jetzt habe ich den Heli-Safe kaputt gemacht. Schnell weg. Hallo, was greifst du mich an? Ich hätte das auch aggressiver klären können. Nee, bevor der hochgeht. Nee. Geh da doch nur rein. Oh. Ja. Ich hoffe, der macht's noch ein paar Minuten. Nein, das kriege ich den Heli nicht runter. Nein, der hebt nicht mal mehr ab. Ich kenne noch eine andere Methode.
Den einmal weg. Spielzeug auspacken. Spaß haben. Und natürlich nicht treffen. Trifft mal eine davon. Danke. Gleich habe ich Glück und kann den Heli reparieren. Hallo? Als ob ich mit den Raketen genau den Alarm nicht getroffen habe. Ich wollte nur das Gas weg haben. Oh, hi! Ich sehe sonst noch wer. Ja, oben drauf wahrscheinlich. Hallo! Hallo, Herr Scharfschütze. Entschuldigung, Frau Scharfschütze. Wie sonst wer? Kaboom. Wir legen Leichen. Findet den Mörder sofort. Ihr habt euren Job super erledigt. Ey, hör auf, Guapo voll zu stänkern. Warum nutze ich eigentlich nicht mal dieses Mediteil, was ich schon auf dem Rücken habe? Ich habe schon die ganze Zeit dabei und habe es bisher nie verwendet. Naja, momentan habe ich hier drin ja Ruhe. Dann kann ich einmal hier erkunden gehen, was hier so rumliegt. Hier soll doch auch irgendwo eine Kiste sein. Den Heli brauche ich nicht hoffen, der ist Schrott. Danke. Sobald das Ding hört, mach ich es einfach kaputt. So bin ich immer in diesen Spielen. Ernst, sollte hier nicht eigentlich eine Kiste sein? Ach nee, ist ein weiter. Ups. So. Einmal über den Zaun, bitte. Danke sehr. War ich nicht. Ich sagte, war ich nicht. Als ob der noch in Ordnung ist. Ich treffe einfach nicht. Wenigstens mal ein schönes Feuerwerk. Warum hat der mich eigentlich nie auf den Kieker? Ich habe ihn mit Raketen attackiert. Was willst du eigentlich? Ich wollte nur den Heli loswerden. Ich genau weiß, der geht mir gleich noch auf den Keks. Lass die Leute in Ruhe. Tschüss. Tja. Ich hatte den High Ground, ne? Vor allen Dingen... Und dann war der nächste Seine einfach aufs Auto klettert, nur um die abzuballern. Oh, eine neue MP. Nice. Warum ist die besser als meine jetzige? Ansonsten hat sich nicht gelohnt. Und ja, ich helfe dir, keine Sorge. Ja, ich komm schon angerutscht. Zwei neue Kisten.
direkt um die Ecke, hole ich natürlich. Kommen die Kühe her? Hallo? Kommt ihr her? Ihr wart doch gerade noch nicht da. Kann ich von euch Kuhfleisch kriegen? Oh, neuer Scharfschütze. Nein. Das wirst du nicht tun. Ey, ich hab doch genau auf den Kopf gezielt. So, diesmal aber. Nein. Kann mal irgendwer mit dem Auto vorbeikommen? Ich brauche einen neuen Wagen. Bin ich den hässlichen da dem? Nee, warte mal, bin ich doof? Ich brauche was mit PS. Kann mir doch einfach einen rufen. Vielen Dank. Aus aus meinem Wagen. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Aus. Die eine Kiste, die sind gerade wegs um die Ecke. Kann ich ja noch mitnehmen. Ich fahre auch über die Straße, wie man sieht. Medizin. Da ist wieder was im Weg. Es lohnt sich ja, die ganzen Kisten zu sammeln. Dann kriegt er viel Ausrüstung, dadurch neue Sachen für den Kampf. Jetzt aber wieder zu den wichtigen Dingen. Von hier aus. Ja, ich will von da oben aus irgendwie gucken. Hier rein, das einnehmen. Am besten auch die ganzen Kisten mitnehmen. Das wird lustig. Aus. Oh, das Radio nicht. An, warum ist denn so viel im Weg? Ich fahre doch über die Straße eindeutig. Autsch. Ich wusste nicht, dass das ein Amphibienfahrzeug ist. Mal, was willst du eigentlich? Eine Kiste. Ist sonst so was für mich? Leichtes MG. Kann ich mal gleich gucken, ob das irgendwas wert ist. Oh, jetzt eh so langsam im höheren Punkt, wo ich die Basis ausspionieren kann. Ach, und was ich nie gemacht habe, die Dinger kaputt. Hi! Was ein Weg. So eine fette Panzerung und dann reicht ein Schuss. Dein Ernst? So, gucken. Wo hätte ich den besten Ausblick? Nicht irgendwo ein Turm in der Nähe. Der ist doch zu weit weg, oder nicht? Vor allen Dingen auf den kann ich nie drauf. Da oben wäre eine Option. Ganz ehrlich, ich sehe keine gute Möglichkeit reinzukommen. Als ob ich dich sofort finde. Kannst du mal aufhören, so rumzuhampeln? Danke. Ihr habt da hinten etwas, das ich haben will.
Ey, hier wird nicht weggelaufen! Hallo, mein Messer ist stärker als dein Helm! Tschüss! Habe ich weit genug geworfen? Ja, habe ich, aber ich habe den Falschen erwischt. Oh. Nein. Bleib hier. Ach, verdammt. Das ist ja leer. Sie kann ich da ruhig die nehmen. Die macht's auch nicht mehr lang. Dann nehme ich die Schrotflinte. Das da hole ich mir als erstes. Wollt ihr mich verarschen? Warum ist da schon wieder so ein Heli? Ich will erstmal die Lieferung. Dafür bin ich, glaube ich, hauptsächlich hier. Da sind zwei Leute ausgestiegen. Komm ein bisschen näher. Komm näher. Ich habe so eine wunderschöne Haftgranate für dich. Bitte flieg hoch genug. Hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kann ich jetzt auch nicht mehr dran ändern. Ja, mach du mal den. Mann, stütz ab. Ich habe halt nichts dabei, um den Anschnitt vom Boden zu holen. Vom Himmel. Fall! Endlich runter, du Drecksding. Du brennst doch schon. Und lern zielen. Ein verzweifelter Kampf gegen einen Helikopter. Komm, Maifeld, jetzt setze ich dich endlich mal ein. Das Ding brennt schon wie sonst was, ne? Danke. Tschüss. Oh, da muss ich erstmal alle Medikamente schlucken. Hab den Krieg überlebt. Ist doch genau wie geplant. Auch wenn irgendwer was anderes wahrscheinlich jetzt erzählt. Hat der ein Messer im Rücken? Hallo, geht's dir gut? Muss die epische Musik gerade im Hintergrund sein? Jetzt nichts irgendwie auffällig hier, Alarm etc. Tschüss. Da oben ist ein Scharfschütze, oder? Nee. Tschüss. Fünf Schuss habe ich noch mit der Megawaffe. Und ich habe auch noch Guapo. Dieser Spada ist nicht zu spaßen. So, ist hier einer drin? Scheiße, noch eine Leiche. Ich war das nicht. Oh, meine Schrotflinte hat Munition bekommen.
Da muss man doch jetzt mal nachladen. Wahrscheinlich ein Stockwerk über mir. Oder auch nicht. Man sollte sie Messer nennen. Da ist der Alarm. Warum will ich den Laser deaktivieren? Okay, ein bisschen Medizin für mich. Warum ist denn hier keiner? Hier ist alles ein bisschen zu ruhig. Vor allen Dingen, hier sind noch drei Kisten, die ich einsammeln darf. Dann an Seite der Wand ist auch mal was für mich zu mitnehmen. Oh, sehr viel Medizin. Dachte ich, dann sind es auf einmal nur 10. Weißt du, von diesen kleinen Kisten kriege ich irgendwie mehr als von den großen. Immer wieder herb enttäuschend. Draußen kommt auf jeden Fall die neue Armee. Wenn wir das Glitzern hier in der Luft irgendwas sagen. Ich höre irgendwen husten. Finger. Sie ist verdammt gut. Ich war das nicht. Scheiße, was geht denn da oben ab? Weißt du, wer unser Land verraten hat? Ist die hier? Die ich suche? Nein! Bitte! Ich bin nett! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Ich würde an deiner Stelle ruhig sein. Versprech mich nicht zu töten. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel! Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und er? Und er sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schwein. Ich genieße die Szenerie. Sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Papa. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Ach, ich muss hier nochmal hin. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Aufgeschlitzten Leichen zerstückelt, meinst du wohl? Ich sehe da draußen ein Spielzeug. Tschüss. Spielzeug. Ich hab Spaß, la la la. Boom! Ich hab richtig Spaß gerade. Man darf mir nicht so ein Spielzeug vor die Nase stellen. Er versucht mich da zu vergasen. Muss doch nicht gleich platzen! Kommt ja noch einer von denen. Aua. Da klebt was an dir. Ich
Oh, was mitnehmen. Tschüss. Du bist als nächstes dran. Wie von denen kommen denn noch? Weg damit. Die sagen nur was von Pferden. Da oben bitte. Danke. Zaun. Erst zielen, dann schießen. Tschüss. Das Ding ist leer. Hab beim letzten aber auch null gezielt. Hier wollte ich. Die müsste doch jetzt wieder Muni haben, oder? Ja. Kommst du mal? Wir wollen mal weiter. Auf jeden hier aufstützen zu wollen. Tschüss. Weißt du, wenn wir hier jeden aufschließen, sind wir morgen noch hier. Wenn ich den jetzt treffe, ne? Nee, hab nicht getroffen. Och, come on! Ist einfach abgeprallt. Und natürlich ist das kugelsicheres Glas. Tut mir leid, ich habe Prioritäten. Tschüss. Tschüss. Was ist das denn jetzt? Kann ich auch erst die Kisten holen? Ich frage nur. Weil ich würde ungern hier zweimal laufen. Guck nur, ob ich mich von der entfernen kann. Weil wenn ja, will ich erst die Kisten holen. Es scheint, als könnte ich erst die Kisten holen. Okay. Nein, geht doch nicht. Weißt du, erst macht mir das Spiel Hoffnung hier. Ich darf noch holen gehen. Nein, du musst nochmal wiederkommen. Also ich komme hier safe nochmal hin. Hier sind drei Kisten direkt nebeneinander. Ich hätte die erst holen sollen und dann zu der hoch. Das war der Fehler. Warum habe ich eigentlich wieder volles Inventar? Nicht, dass ich mich beschwere. Kann ich dich erstmal heilen? Ah ne, das war eben B. Ups. Ich dachte, ich hätte noch die Heilungsdinger dabei. Ja, erstmal Pferdchen streichen, bevor ich es reite. Da wissen, dass ich Freund bin. Willst du vielleicht auch ein Pferd nutzen? Entschuldigung, ich habe halt die Granaten verwechselt. Mit dem Messer vom Pferd treffen ist nie gerade einfach. Ich gebe meine Messer zurück. Danke. Warte. Messer.
Itzago! Weg von dir! Ich hab irgendwie getroffen. Ich hab kein Auto-Aim an, ne? Bevor hier irgendwer meckert. Hier drüben unter die Brücke. Ach du Kacke, Panzer! Mit einem Panzer lege ich mich doch nicht an, wenn ich keine Raketen oder Granaten wirklich habe. Ist doch gut gelaufen. Ich brauche für den mindestens 6 Granaten. Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Schön, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie, 16 bis 21. Sehr viele Ballerspiele, hätte ich jetzt gesagt. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgruben-Scheiß. Klärgruben-Scheiß? Will ich wissen, wie das schmeckt? Och, da ist eine Kiste direkt neben mir. Warte mal. So, markiert. Mein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon in Peking. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süß. War Napoleon nicht generell sehr klein? Schon seit 200 Jahren. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Zweck rausgemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugibt. Ja, mir hat das Gift ja schon nach einer Sekunde krank gemacht. Musste ich husten. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Okay. Entweder bist du ein Montero oder ein Nino. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich nicht. Vielleicht. Ja, ich rate ja selbst eine ganze Armee allein weg. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein. Schon gut. Ist ein gutes Training. Als ob ich das eine Pferd jetzt gerade mit dem anderen geschadet habe, nur weil ich gegengelaufen bin. Och, hier ist ein Götze. Ich bin hier eh richtig. Eine Sequenz. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr Hallo, diesmal versuchst du nicht, mich hochzujagen, oder? Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. Elhefe sorgt für Abendessen. Oh, der süße Hund schon wieder. Ja, leg dich mit dem Kroko an. Genau, noch zum Spaß. Traut euch mal ein Krokodil ins Gesicht zu schlagen. Ihr lebt danach nicht mehr lang. Okay. Ja, dachte ich mir auch. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Spann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerrero. Der schafft das schon, der Kleine. Von uns. Deshalb bin ich hier. Der ist die Geheimwaffe. Hat man nur sie bisher geheim gehalten. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camilla. Gönnt sich der Hund gerade Krokodil? Er mag dich. Wirkt er nicht so. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, komplett. Plus. Ich frag mich, ob ein Hund sowas wirklich schmeckt. Ich will's an meinen nicht ausprobieren. Warum habe ich jetzt auf einmal Third Person? Hallo, ich würde gerne die Ansicht ändern. Ah, hier kann man die Sachen endlich verwerten. Aber warum habe ich jetzt diese Art von Ansicht? Mag ich nicht. Wo sind die Kisten hin? Waren gerade noch Kisten. Ich habe die Monteros getroffen. Gelaufen. Naja,
Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Einer von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Lola, steht zu Diensten. Erkunde das Lager und finde heraus, was es zu bieten hat. Ich bin Lola, alias... Sondereinsätze. Immer bestimmt Spaß. Bandidus-Einsätze musst du Anführer und Rekruten einsetzen. Anführer schließen sich dir an, nachdem du einsetzt und die iranische Geschichte abgeschlossen ist. Lalala. Ah, okay. Die Geiseln werden die Helfer. Los, Benito, mach das. Jemand von einer Schlammlawine mit Giftunfall gehört? Ich bin ganz... Gonio, du schon wieder. Das ist eine Kiste. Eine Herrenkiste. Muss mal wieder Pirat zu spielen? Wir brauchen Ressourcen, Infos, Verbündete. Und irgendwo war auch noch ein Götze. Ich schicke dir alle, die ich befreie. Die werden sich freuen, es an Ton heimzahlen zu können. Bald hast du deine eigene kleine... Da ist er. Seh ihn. Ja, damit. Ich muss zugeben, das klingt ziemlich gut. Schick einfach alle zu mir. Und ich höre mich weiter nach Gelegenheiten um. Also bei dir kann ich Hahnenkampf machen, brauche ich dafür nicht erst mehr von diesen Hähnen. Du, dein Vogel ist ein Gewinner? Das finden wir. Habe ich überhaupt einen Hahn? Okay, wir machen jetzt einen Hahnenkampf, Leute. Interessant. Mit welchen Haaren kämpfe ich denn? Hier, du siehst kräftig aus. Los, kämpfe. Das waren die Gratis-Szenen, die ich aus dem Shop habe. Da alle rechts. Die kämpfe ich nochmal. Au! Wie mache ich den Sprungangriff? Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Aber ich verklopp den anderen Hahn. Autsch. Nein, mein Hahn hat verloren. Los, rappe dich wieder auf, Rebelde. Oh, Galo Extreme! Mach ihn fertig! Ham! Aua! Wie weicht man eigentlich aus? Au! Den Kampf verliere ich sowas von! Autsch! Ah, nein! Gegen die CPU verloren! Wir verlieren nie! Und das war auf einfach! Ich wollte nochmal die Erklärung, wie der Hahnenkampf funktioniert. Bevor ich es versuche, lese ich mir erst nochmal die Anleitung durch. Irgendwo muss es doch stehen. Nee, nicht da, aber... Oh, da steht nur, dass ich den Hahn gefunden habe. Hab hier auch hier noch die Schuhe-Einsätze. Verdammte Axt, ich muss mir erst später aus dem Stream nochmal holen, die Anleitung. Vorher mache ich das nicht nochmal. Hey, du von der Guerilla, komm mal her. Ach ja, und die neuen Schuhe, was machen die jetzt eigentlich? Ach, mehr Ausdauer. Wo kann ich jetzt hier ausbauen? Ach ja, du wolltest irgendwas. Okay, Mirito, so sieht's aus. Ich bin hier in der Gegend der Hahn. Ja, danke. Du bist krass. Komm zu mir, wenn du die Sporen hast. Ihr sucht nach Aufregung. Schatten. Kann ich bei dir hier irgendwas machen? Ach nee, bei dir waren die Einsätze. Wo kann ich hier denn ausbauen? Ich will mal endlich das ganze Zeug loswerden. Da oben. Das Hammer-Symbol, das heißt doch bauen. Du bist neu hier. Okay, dieses Bauvorhaben bietet Zugang zu einem Wingsuit. Sag ich direkt ja.
Winningshut klingt immer gut. Hallo, ich will weiterbauen. Oh je, Danny. Was will ich denn sonst noch haben? Tausche Frischfleisch gegen Martin. Nein, nee, muss nicht sein. Muss jetzt auch nicht sein. Das wäre schon interessant. Damit kann ich Basen auskundschaften. Da kann ich was für die Fischersachen hier kriegen. Ich habe mir etwas gekauft. Und zwar das für die Jagd, meine ich. Mehr kann ich nicht bauen zurzeit, oder... Ah, ich habe jetzt einen neuen Bogen sogar. Okay. Natürlich verbessern wir den noch. Wenn ich schon das ganze Zeug habe, muss das auch mal ausgegeben werden. Ratgeber zum Auffinden von Pfeilen. Okay. Er kann ihn nicht aufbessern, oder wie? Ach, da fehlt mir Metall für. Und Benzin. Okay, habe ich jetzt wenigstens einen Grund, das soll ich nicht mehr zu verkaufen. Bei dir kann ich jetzt Sachen kriegen? Ah. Standort eines Gorille-Verstecks. Kann ich mir dort wieder Sachen bauen? Unglaublich viel bauen dann. Na komm, in jedem Gebiet einmal. Dass ich zumindest überall weiß, wo ich ein Gorilla-Versteck finde. Dann gucke ich jetzt, was kann ich mir noch leisten. Nicht besonders viel. Ich will noch ein bisschen da ausgeben. Lass mich durch, Schweinchen. Ah, hier kann ich den... Stoßdamm vom letzten Mal abgeben. Hier in der Nähe werden automatisch markiert. Damit weiß ich ja Jagdgebiete von Hasen. Was genau für ein Gebiet würde ich denn gerne haben wollen? Mungos sind sehr preislastig. Also da kriege ich ja richtig viel für. Das habe ich jetzt einfach so gekauft. So, gib mir deine Aufgabe. Kann ich den Bogen ausbessern erstmal? Jetzt habe ich einen einzigartigen. Den kann ich nicht mit Mods ausstatten. Ist der denn besser als mein jetziger Bogen? Der hat ein bisschen mehr Schaden. Ist aber auch nur praktischer gegen Tieren gegenüber. Ich glaube, den Mod, den da drauf war, kann ich sogar selber eigentlich nochmal drauf packen, wenn ich Bock drauf hätte. Hey, gibt's tatsächlich nicht. Nur der Mod ist das Besondere. Sonst ist er wie mein anderer. Ja, da behalte ich lieber den, den ich schon habe. Ihr nehmt noch das Hasenfleisch. Ja. Ich habe noch ein bisschen hier, das ich verwerten kann. Will ich das überhaupt reinstecken? Einfach irgendwo. Wenn man nicht weiß, wohin damit, einfach irgendwo reinpacken. Dann hat man es wenigstens schon mal aus dem Sinn. Ist hier sonst noch eine Aufgabe? Ich will noch meine Kisten holen. Ach ja, mit dem muss ich mich ja noch gut stellen. Verlaufen, Turi? Hör zu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mir, noch Clara, noch Libertad. Oder den anderen Arschlöchern, die sie geschickt hat.
Ich mache dir keinen Vorwurf. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Lecker. Dass Napoleon el Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das ihr auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenne es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprüher auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Chefe. Schick mir eine Postkarte. So nimmt man einen Kroko auseinander. So, und was gibt's da drin noch? Das ist auch noch ein Symbol. Achso, das sind die DLC-Sachen. Die bald dazukommen. Ja. Ich glaube, hier habe ich alles erledigt, oder? Ui. Ich kann dich doch nicht vergessen. Der will irgendein Festmahl? Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo. Wo rollst du hin? Irgendeine Notiz neben seiner Hundehütte. Zutaten, Krokodilsfleisch, schwarze Bohnen, Rosenwasser. Naja. Sonst hören welche Wünsche. Ich hab immer Hunger, was? Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Okay, ich habe dann jetzt, glaube ich, alles geholt, ne? Ja. Wenn ich jagen will, wäre das Set hier eigentlich richtig gut, aber dafür muss ich erstmal all die Viecher finden. Es sind so Spezialtiere, die man dafür umbringen muss. So, wenn ich aus dem Lager rausgehe, habe ich dann wieder... Ja, dann habe ich wieder die anständige Sicht. Danke sehr. Oh, ich kann hier ein Flugzeug heraufbeschwören. Warum sagt man mir das nicht vorher? Ach, von hier hätte ich erkunden können. Danke. Danke, dass man das jetzt auch erfährt. Hier sind genügend Türme. Die habe ich natürlich von hier hinten nicht gesehen. So, ab hier brauche ich den Wagen nicht mehr. Der ist zu auffällig. Erstmal die Kiste. Dafür bin ich hergekommen. Hier sind auch zig viele von den Teilen. Und die soll ich jetzt alle kaputt machen. Oh, da kann ein bisschen dauern. Gewehr habe ich übrigens bekommen. Oh, der sagt mir nicht, dass ich hier die Luft säubern soll. Kennt ihr es, wenn euch einfach so eine Fliege in die Nase fliegt? Bei mir ist das gerade passiert. Weg damit. Warte mal. Eine Idee, die mir kommt. Hoffentlich geht das noch. Ja, man kann doch mit den Schweißbrennern alles abzünden. Da muss ich nie meine Munition verschwenden. Oh. So weit wollte ich jetzt auch nicht gehen. Da sind die nächsten Kisten. Geh mal von der Quest her auch mal hier auf die Luft säubern.
ist Bala. Hey. Papa kommt mit Technologie nicht so gut klar. Er hat mich gebeten, dir ein Foto von dem Gift zu schicken. Ich hatte mal mit dem Gift zu tun, aber das ist sehr rücksichtsvoll von ihm. So weit würde ich nicht gehen. Er vertraut Leuten von außen nur nicht. Aber ich habe gesehen, was du kannst. Sieh dir das Foto an. Ich kann nur Rasen anzünden. So, mal gucken, ob mein Plan funktioniert. Bindet das sich jetzt von alleine an? Ich will nicht so viel Munition dafür verschwenden. Es geht leider nicht anders. Warum? Ich habe hier eine Doppelaufgabe. Kisten sammeln und Gift zerstören. Ich habe es gerade auf eine Methode versucht. Es würde wahrscheinlich gehen, weil das hat die Flammen jetzt nicht wirklich berührt, der Container. Wenn es irgendwo Gift ist, wird es schon hochgehen. Ich fahr lieber. Komm, breite dich aus, Feuer. Komm, funktionier, bitte. Okay, jetzt habe ich die Bestätigung. Es klappt so leider nicht. Ich kann nur so das Gas instant vernichten. Aber den Container selbst nicht. Weil das stand jetzt gerade mitten im Feuer drin und es ist nichts passiert. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Kisten. Ich kann das ja nebenbei mit dem Gift machen. Das hat jetzt Vorrang. Weg damit. Aua, da war wohl noch was. Warte mal, ich habe Fotos geschenkt bekommen, ne? Ach, das Ding soll ich kaputt machen. Den liefere ich aber vorher ab, bevor ich den kaputt mache. Weil den sehe ich danach wahrscheinlich nie wieder. Reicht schon, dass ich das Fahrzeug jetzt zerstört habe. Erst die Kiste, dann Kavum. Kavumsal. Eine Kiste gleich 1%. Okay, hab verstanden. Oh, das war eine schöne Explosion. Sonst noch Container hier? Oh, ja. Bin ja schön, dass das Gas zusätzlich nochmal explosiv ist. Dass das halt zweimal in die Luft fliegen kann. Die Kiste da oben drauf? Oder wo ist die? Ich glaube, die liegt echt oben drauf. Nee, hier, ich bin einfach nur blind. Okay, die blinden Viecher hat auch mehr gefunden. Da war wieder Schießpulver drin. Oh, Medizin. Nehme ich auch mit. Danke sehr. Ich beschwere mich nicht. Weg mit der Plantage!
sollen keinen Tabak mehr rauchen. Alles muss weg. Das fackelt schon von alleine ab. Bevor ich mich hier selbst in die Luft jage, mache ich das lieber so. Dass das Feuer so rübergreifen soll. Abgetroffen. Da ist noch ein Kanister, den habe ich gesehen. Da ist auch noch einer. Okay. Jetzt die Kiste. Mehr Gift geht in Flammen auf. Das würde Carlos sicher gefallen. Hier ist offen. Ohne dass ich nachhelfen musste. Oh, schnell wieder raus. Da war noch ein bisschen Gift. Hallo? Wollte schon sagen, hab's doch getroffen. Da ist die Kiste, die ich mitnehmen will. Bin hier fertig. Hi. Ich habe neue Fotos. Ja, von dem Flugzeug weiß ich schon. Da gehe ich jetzt als nächstes hin. Die Tanke habe ich doch schon längst Schrott gemacht. Was will der eigentlich von mir? Die Munition hebe ich mir auf. Damit kann ich das Gas entflammen. Kann ich ihn ein zweites Mal hochjagen. Vor allem diese Giftkommando-Dudes, die kann man echt leicht damit umbringen. Ich brauche nicht mal richtig treffen. Reicht, wenn ich den Boden unter denen treffe. Dann fliegen die schon in die Luft. Weil die können ja anders als mit dem Gas angreifen. Wäre schön, wenn ich einen Wagen hätte. Oh, Benzin. Davon brauche ich ja jetzt sehr, sehr viel. Alles, was zum Bauen benötigt wird, wird nicht mehr verkauft. Bin auf dem Weg. Lalalalala. Warum nehme ich eigentlich nicht meinen Gyrokopter? Ich hab's gerade so gesehen. Eins. Ey, beschwer dich nicht, Guapo. Da ist das Flugzeug, was ich haben will. Und da ist sehr viel zum kaputt machen. Okay, eins kann ich schrotten, das andere kann ich abliefern und dann schrotten. Zuallererst. Tschüss. Hier neben mir ist ein Turm. Ich kletter mal hoch und kundschafte aus. Ich könnte auch die Raketen nutzen, um das alles kaputt zu machen. Fällt mir gerade ein. Damit müsste es doch eigentlich richtig easy gehen. Da ist einer. Du versteckst dich nicht. Da ist der Scharfschütze. Sonst Leute, von denen ich wissen will. Radarstation. Ist nicht so interessant. Okay. Warum zum Geier habe ich die Sniper nicht? Hab's erstmal nicht gesehen. So, der ist weg. Den wichtigsten zuerst gekümmert. Der wäre auch weg. Jetzt wird nur noch der da oben. Hacke daneben.
Erwischt. Jetzt ist da nur noch ein aufgeschrecktes Huhn. Oh, doch nicht. Das ist der Offizier. Ich könnte es mir auch leicht machen, ne? Einer weg. Zwei weg. Glittig, nein! Easy. Wieder einer weg. Da hinten sieht mich irgendwer. Ach, der Raketendude. Den habe ich ja komplett übersehen. Ein Moment. Haben wir gleich. Zack, das war die Schulter. Jetzt hör aber auf. Weg mit dem. Ich hab doch auf den Kopf gezielt. Ja. Danke. Schnapp sie dir, Guapo. Los, Guapo, hol ihn dir. Oder ich mache es, während der rennt. Das war, glaube ich, der letzte. Dann kann ich jetzt ein Feuerwerk veranstalten. Oh, da ist noch einer. Weg. Eise, da ist so ein Flieger. Dich mache ich jetzt mit der Granate kaputt. Eins schon mal weg. Komm zurück. Zieh das Gas. Wie fühlte ich mich gerade wie in der Gaswolke? Bumm. Gift zerstört. Habe ich hier letztes Mal nicht eingesammelt? Carlos, es ist erledigt. Gut, dann sehen wir mal, ob Napoleon El Pequeño die Nachricht versteht. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Eck. Komm zurück ins Lager. Verlauf dich aber nicht, du Turi. Okay, ich muss jetzt keine mehr kaputt machen. Den weg. Ich habe Chorizos Rezept gefunden. Ich werde versuchen, das zuzubereiten. Okay, aber hast du nicht auch eine Revolution zu... weiß schon. Revoltieren? Weg mit dir. Selbst, wenn er Hunger hat. Das nervt. Hunde lieben mich eigentlich. Ist nicht leicht, Chorizos Vertrauen zu gewinnen. Okay. Soll ich mir jetzt ein Auto nehmen, um das wegzuschieben? Ist, glaube ich, besser, ne? Der kleine Perito wird mich lieben. Ich nehme ein Auto und schieb das weg. Ich werde den Wagen, ne, beziehungsweise das Flugzeug hier rausholen. Mann, jetzt nimm es mit. Und du? Stehen geblieben. Ist es für eine gute Idee, direkt auf mich zuzurennen? Wirklich, war es so schlau. So, Fahrersitz und ich hoffe mal, ich kann das Zeug wegschieben. Ich will das Flugzeug mitnehmen. Nicht in den Tank.
So, weg damit. Weg damit. Also ich kann's verschieben. Ich muss es ja nur aus der Startbahn haben. Okay, besser wird's nicht. Erstmal was? EMP. Flieg bitte weg. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt genügend Platz gemacht habe. Wo kann ich es denn abliefern überhaupt? Da. In diesem Spiel habe ich so ein Flugzeug noch nicht geflogen. Kann nur gut werden. Steuerung bitte. Was ist Gieren? Okay. Vorsichtig. Gieren ist zur Seite lehnen. Okay, ich verstehe. Kannte den Fachbegriff nicht. Ich hoffe, ich kriege das da reingeparkt. In 9 von 10 Fällen würde ich wahrscheinlich in meine Kollegen reinrattern. Die Landebahn scheint auf jeden Fall vom Winkel her richtig zu sein. Komm, ich will das abliefern. Ich will ein neues Flugzeug. Wie schieße ich eigentlich damit? Mit X. Ah. Sehe die Landebahn unter mir halt nicht so wirklich. Okay, da ist sie. Vorsichtig. Vorsichtig. Kein Unfall bauen. Und damit habe ich ein neues Flugzeug. Aber irgendwie schaffe ich den Unfall noch. Hält mir das verdammte Ding an. Habe ich es jetzt? Nee, ich muss in diesen blauen Kasten ja rein. Hallo? Ist es doch jetzt Abend, oder nicht? Ach so, das kann man sich gar nicht abspeichern. Upsi. Warum erfahre ich das erst jetzt? Nein? Aua? Ihr habt mich zuerst angegriffen. Ich wehre mich nur. Brav. Das hast du fein gemacht, Guapo. Hast nur deinen Meister beschützt. Okay. Wir haben sehr viele Missionen freigeschaltet. Die mache ich definitiv nicht alle heute noch. Dafür sind es zu viele. Wir haben sehr viel heute freigeschaltet. Das Gorilla-Lager. Wir haben sehr viel von der Story gesehen. Ich dachte, ich würde ein Flugzeug freischalten und wurde fehlgeleitet. Hätte ich lieber den Tankwagen abgeliefert. Ganz ehrlich. Werde ich noch offscreen machen. Auf jeden Fall werde ich hier jetzt für heute Schluss machen. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Für die auf Twitch, Follow da lassen, falls es euch gefallen hat. Für die auf YouTube, ein Abo. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder.